Mein Name ist Erwin Binder. Wir produzieren seit 14 Jahren für Jahr natürlich Biogemüse und Biokräuter. Der Betrieb liegt in St. André im Seewinkel. Wir produzieren auf einer Fläche von ca. 50 Hektar Freiland, 7 Hektar Folientunnel und ca. 1 Hektar Kopfkräuter. Also wir produzieren nach streng biologischen Richtlinien, weil es einfach meine Überzeugung ist. Erstens einmal war es eine große Herausforderung vor 15 Jahren und das Konventionelle hat mich einfach nicht mehr interessiert. Ja, am Anfang haben die Eltern einen konventionellen kleinen Betrieb gehabt, da habe ich mitgearbeitet. Da habe ich eigentlich keine Zukunft gesehen, und was immer darum gegangen ist, immer mehr zu produzieren, immer größere Mengen rauszuholen. Und das hat mich einfach nicht mehr interessiert. Am Anfang hat es sicher mehr Schwierigkeiten gegeben, aber mit der Zeit hat sich das alles irgendwie so ist ins Laufen gekommen und ich bereue den Schritt jetzt sicher nicht. Das Hauptkraut ist der Basilikum. Das wird direkt in die Töpfe gesät. Ist ca. zwischen 6 und 7 Wochen verkaufsbereit. Die anderen Kräuter sind dann Thymian, Oregano, Majoran, Melisse. Da haben wir bis zu 60 verschiedene Sorten. Die werden eigentlich sehr streng kontrolliert. Kontrollen sind sehr wichtig, ja, finde ich, überhaupt in Zeiten wie diesen. Ich denke, das Produkt gehört eigentlich noch viel öfter kontrolliert. Wir produzieren seit 15 Jahren für Jahr natürlich. Diese Marke bedeutet für uns Zuverlässigkeit, Absatzsicherheit. Und wir sind eigentlich mit dieser Marke gewachsen.